Ja, hallo und einen schönen guten Abend allerseits. Heute am Mittwoch, den 5. September. Wir schauen also jetzt mal wieder auf die Märkte bei unserem Webinar Marktanalyse Live. Es hat sich viel getan. Es ist Spannung drin und um keine Zeit zu verlieren, werden wir das natürlich jetzt gleich machen. Bevor wir das tun, ihr kennt das alle, müssen wir noch kurz den Blick auf den Disclaimer werfen, dass alles das, was ich euch hier heute sage und zeige, nur der Information und Demonstration dient, kein Angebot zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten darstellt und damit eben auch keine Beratung ersetzt. Das kurz zum Disclaimer. Jetzt gehen wir gleich auf die Wirtschaftsdaten drauf ein. Natürlich wie immer, wenn ihr Fragen habt während des Webinars, zögert da nicht, sondern nutzt die Chat-Funktion und fragt einfach. Dann gehe ich gerne im Laufe des Webinars auf die Fragen ein. Und wenn natürlich was von Bild oder Ton auch nicht passen sollte, schreibt das auch einfach in den Chat hinein. Ja, und jetzt legen wir los mit den Wirtschaftsdaten. Wie ihr es kennt, jeden Mittwoch schauen wir zuerst darauf, was ist da spannend, was steht an. Und dazu bemühen wir mal unseren Wirtschaftsdatenkalender. Und wir schauen einfach mal, was im Laufe der Woche eigentlich noch an Daten kommen. Wir sehen, dass heute eine Reihe von Daten auch veröffentlicht worden sind, allen voran aus dem europäischen Raum, der Einkaufsmanagerindex aus dem Dienstleistungssektor für verschiedene Länder. Da war Spanien mit dabei, Italien, Frankreich, auch Deutschland und dann natürlich zu guter Letzt auch für den gesamten europäischen Raum, die EU, die dann eben auch die Zahlen veröffentlicht hat. Alles in allem keine großartigen Überraschungen. Wir haben hier das ein oder andere Land, wie zum Beispiel Spanien, die stärker waren mit den Zahlen als erwartet. Wir haben dann aber auch Italien, die etwas der Prognose eben hinterhergehinkt haben. Aber wenn wir uns das auch für den gesamten europäischen Raum, für die EU anschauen, dann sehen wir, dass hier auch alles im Rahmen der Prognose auch herausgekommen ist. Wir sehen weiterhin, dass wir heute dann noch ein paar Daten aus Amerika hatten, die da veröffentlicht worden sind. Das heißt, wir sehen hier das Handelsbilanzsaldo für den Juli beispielsweise. Das ist doch deutlich negativer ausgefallen, als es prognostiziert wurde. Und dann hatten wir auch noch in Kanada den Zinsentscheid, ist nicht ganz so wichtig für die europäischen oder auch für den amerikanischen Aktienmarkt. Da ist der Zins aber auch so geblieben, wie er vorher war, bei 1,5% und genauso wie es prognostiziert war. In den nächsten Tagen, morgen zum Beispiel, haben wir noch eine Reihe von Daten um 8 Uhr in Deutschland. Der Auftragseingang aus der Industrie für den Juli wird veröffentlicht. Das ist also hier etwas, was wir uns auch durchaus anschauen sollten. Und dann Amerika. Wir haben wieder die erste Woche im September. Das heißt, der Arbeitsmarktbericht steht an. Am Freitag wird er ja veröffentlicht. Vorab gibt es ja vom größten Lohndienstleister Amerikas, ADP, die Beschäftigtenzahlen ex agra. Das passiert morgen eben um 14.15 Uhr. Und da kann man eben schon mal gespannt drauf schauen, wird der Arbeitsmarkt in Amerika weiterhin so robust sein oder eben wird es da etwas schwächer ausfallen. Das wird sehr interessant sein zu beobachten vor dem Hintergrund, dass wir ja auch noch die FED-Sitzung im September haben. Das heißt, ich glaube am 26. September wird es soweit sein, genau, da wird die FED tagen und wir haben da dann möglicherweise die nächste Zinserhöhung, die ansteht. Die Prognosen laufen alle darauf hinaus, dass wir im September die nächste Zinserhöhung sehen. Mal schauen, ob es auch so weit kommt. Wie gesagt, hier als Indikator immer wieder auch der Arbeitsmarkt in den USA. Erst mit den ADP-Zahlen und dann am Freitag auch der große Arbeitsmarktbericht, der erste Freitag eines jeden Monats mit den aktuellsten Wirtschaftsdaten, die man bekommen kann. Dann weiterhin, wie immer, jeden Donnerstag um 14.30 Uhr die ersten und fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Das heißt, hier haben wir auch weitere Arbeitsmarktdaten sozusagen, die veröffentlicht werden. Und wir haben um 15.45 Uhr auch in den USA den Einkaufsmanagerindex, aber von Market.
und das auch für den Dienstleistungssektor um 15.45 Uhr, anschließend von ISM der gleiche für um 16 Uhr genau. Am Freitag gibt es dann natürlich auch noch ein paar Daten zum Wochenausklang. Erzeugung im produzierenden Gewerbe im Juli haben wir hier jetzt markiert um 8 Uhr für Deutschland. Außerdem da dann eben auch noch zur gleichen Zeit den Arbeitskostenindex. Auch das Handelsbilanzsaldo und die Exporte für Deutschland, die werden hier veröffentlicht. Wenn wir noch weiter runterschauen, dann sehen wir eben das gerade angekündigte, nämlich den Arbeitsmarktbericht in den USA am Freitag um 14.30 Uhr. Da wird es sicherlich wieder, wenn die Daten rauskommen, volatiler werden an den Märkten, sowohl was die Aktienmärkte angeht, aber was auch die Währungen angeht. Hier haben wir unter anderem die neu geschaffenen Stellen ex agrar, wir haben die Arbeitslosenquote und auch die durchschnittlichen Stundenlöhne für den August. Und vor allen Dingen auch die Stundenlöhne werden da sehr interessant sein, ob sie dann eben auch steigen oder auch nicht. Wir hatten ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder auch eine Inflationsrate in den USA, die auch der Erwartung der Fed entspricht, zumindest fast punktgenau. Und wenn die Stundenlöhne da nicht mitmachen, ist das ein eher schlechteres Zeichen, wenn wir uns die Vergangenheit immer mal wieder anschauen. Dann schauen wir jetzt noch auf die Quartalszahlen, die noch so anstehen. Zum Ende der Berichtssaison haben wir noch ein paar Daten. Heute kam Bayer raus. Die Zahlen haben enttäuscht. Die Bayer werden wir uns anschauen. Die war auch deutlich im Minus. Da werden wir schauen, wie und wo die Reise dadurch natürlich hingehen kann. Und wenn wir hier so runterscrollen, sehen wir eine Reihe von US-Unternehmen, die noch Quartalszahlen rausbringen. Hier sind aber die wenigsten davon große Unternehmen. Die sind alle schon an der Reihe gewesen, sei es eine Amazon, sei es eine Facebook, sei es eine Apple oder auch eine Microsoft beispielsweise. Die waren alle schon und wir haben hier jetzt noch in Anführungszeichen kleinere Werte, hier zum Beispiel auch Palo Alto Networks aus dem Bereich Cybersecurity. Die hatten wir uns in den letzten Wochen ja immer mal wieder angeschaut, weil es ja einen Trend gab im Bereich Cybersecurity. Hier unten könnt ihr euch noch die sonstigen Veranstaltungen anschauen. Das können dann Analystenveranstaltungen sein, wie zum Beispiel von Fresenius, die heute stattgefunden hat, oder auch andere Roadshows, die eben auch darauf abzielen, hier dann entsprechend sich mit Analysten zum Beispiel zu treffen oder auch Investorenkonferenzen hier abzuhalten. Das aber zu den Wirtschaftsdaten und jetzt gehen wir darüber auf den spannenden Teil oder spannenderen Teil für heute, nämlich, dass wir uns jetzt anschauen, was ist los an den Märkten? Wie sieht's aus im DAX? Wie sieht's aus an anderen Aktienmärkten und wie kann es denn hier weitergehen? Wir sehen im DAX heute wieder schwach, er war über 1% im Minus, jetzt nachbörslich ist er noch 1,2% im Minus und er hat jetzt so langsam eben sehr, sehr schwierige Fahrwasser erreicht, denn heute hat er seinen Unterstützungsbereich um 12.100 Punkten. Da hatten wir in den vorangegangenen Wochen, zum Beispiel in der Woche zum 13.8. entsprechende Tiefs ausgebildet oder aber auch noch Ende Juni auch im Bereich von 12.100 Punkten da sein Tief erstmal gefunden und von da an gab es immer wieder Erholungsbewegungen nach oben. Jetzt hat der DAX diesen Unterstützungsbereich also mit dem heutigen Tage ja unterschritten und damit dann wieder die Börsenampel auf rot gestellt. Fast schon auf dunkelrot, muss man sagen, aber da fehlt nicht mehr viel zumindest, um auf dunkelrot zu gehen. Er ist jetzt an so einer entscheidenden Marke fast, wo man sagen kann, der Engländer würde sagen, do or die. Wo geht's da jetzt weiter? Denn wir haben noch den ein oder anderen Unterstützungsbereich zwar vor der Brust, aber wenn der auch noch scheitert und wenn der DAX da auch noch weiter nach unten fällt, dann
könnten wir hier vor größeren Kursrutschen nach unten stehen. Warum das so ist, zeige ich euch jetzt, wenn wir vom Wochenchart, den wir hier sehen, jetzt in den Tageschart gehen. Denn hier sehen wir dann noch viel deutlicher, wo er sich jetzt befindet. 12.066 Punkte, das ist das aktuelle Kursniveau vom DAX. Und wir sehen hier diese grüne Trendlinie, die hier nach oben zeigt. Das ist eine ganz wichtige Marke, denn das ist der langfristige Aufwärtstrend, den der DAX hat seit dem Jahre 2009. Da haben wir eben seit den Tiefs im Jahre 2009 eine Trendlinie etablieren können, an die sich der DAX immer wieder entlang gehangelt hat und wo er immer wieder Unterstützung gefunden hat. Sei es im Jahre 2016, als wir runtergelaufen sind auf 8.700 Punkten, oder aber auch schon vorher, da hat er immer wieder Halt gefunden und ist wieder nach oben gedreht. Und jetzt sind wir wieder an dieser möglicherweise entscheidenden Marke um 12.000 Punkte herum. Und wenn diese eben nicht hält, haben wir das nächste Kurspotenzial wieder in Richtung der Jahrestiefs, die wir gesehen haben, in Richtung der 11.700 Punkte. Und das ist dann sozusagen die Last Line of Defense, wenn ihr so wollt, bevor es dann auch noch wieder deutlich tiefer gehen kann. Also wir haben viele Risiken im DAX, die wir hier jetzt an dieser Stelle sehen. Und insofern sollte er schleunigst zurückkehren über diese 12.100 Punkte, diese Marke, dass wir hier wieder etwas freundlicher reinblicken können. Aber fast alle Daten sprechen eben hier ein großes Risiko aus. Wie gesagt, die Börsenampel, die da ganz klar auf Rot steht. Der kurzfristige Markttrend, wir sehen einen ganz klaren Abwärtstrend im DAX. Da hat er jetzt den nächsten Schritt gemacht mit der Unterschreitung von 12.100 Punkten. Wir haben eben hier Volatilitäten, die jetzt so langsam wieder ansteigen. Da würde ich mich nicht wundern, wenn wir hier die 150-Punkte-Marke, auch das wieder so eine magische Zahl bei der durchschnittlichen Handelsspanne. Wenn wir die wieder überschreiten, dann haben wir hier auch wieder hohes Risiko dabei, denn je volatiler das wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eher nach unten laufen. Und insofern sieht das Chartbild im DAX mal wieder gar nicht so gut aus. Und das kann dann dazu führen, in den letzten Wochen habe ich euch das ja auch immer wieder beschrieben, dass wir im schlimmsten Fall, wenn wir die 11.700 Punkte hier unten unterschreiten, das zeige ich euch jetzt mal mit einer roten Linie, mit einer roten Unterstützungslinie sozusagen, hier die horizontale, dass wir hier eben, wenn wir da runterlaufen, eine sehr große, aus der technischen Analyse bekannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet haben. Wenn es da runterläuft, hier mit dem ersten Pfeil, den ich euch jetzt hier einzeichne, die linke Schulter bei ungefähr 13.000 Punkten im Hoch, dann in Richtung der Allzeithochs bei 13.600 Punkten der Kopf und dann eben hier im Mai beispielsweise das Hoch bei 13.200 Punkten die rechte Schulter. Und das ist eben ein technisches Signal, wenn das tatsächlich ausgelöst wird, sobald wir die 11.700 Punkte unterschreiten, dass wir hier auch deutlich abwärts uns nochmal orientieren können. Denn der technische Analyst sagt bei einem solchen Signal, dass wir einfach die Höhe der Formation nehmen können, sprich 13.600 Punkte, mit dem Tief dieser roten Linie, das wären 11.700 Punkte, und diese Punktemarke, 1.900 Punkte ungefähr, nach unten hin abtragen können. Das heißt, wir wären da von 11.700 nochmal 1.900 Punkte nach unten abgetragen. Da wären wir dann bei 9.800 Punkten ungefähr. Und das hieße also nochmal einen sehr, sehr großen Kursrutsch nach unten, der dann möglich ist. Und insofern besonders wichtig, diese Kursmarken, die wir jetzt noch
vor uns haben, die noch Unterstützung bieten. Die 12.000 Punkte, die hier auch einhergehen mit der gerade angesprochenen grünen Trendlinie. Also sehr, sehr wichtige Marken für den DAX. Die solltet ihr auf jeden Fall euch anschauen und dann eben hier auch entsprechend den DAX beobachten, ob er das hier schafft oder nicht, sich weiterhin darüber zu etablieren oder ob er tatsächlich darunter fällt. Von der 200-Tages-Linie müssen wir gar nicht sprechen, die ist sehr weit entfernt, aber leider nach oben hin. Der DAX ist mit dem Kurs unterhalb der 200-Tages-Linie, die ihr hier in blau seht, die sich ungefähr bei 12.670 Punkten befindet. Und das ist ja auch ein langfristiger Indikator dafür, sind wir hier in einem etablierten Aufwärtstrend oder befinden wir uns eher in einem Abwärtstrend. Und so sehen wir hier sehr ganz klar, dass wir eher in Richtung Abwärtstrend tendieren. Also keine guten Vorzeichen für die nächsten Tage im DAX. Jetzt auch noch mit dem anstehenden oder auch begonnenen, ja, mit der Währungskrise in verschiedenen Emerging Markets, die wir gesehen haben und möglicherweise auch noch weitersehen. Das kann für weitere Verwerfungen sorgen. Und so ist es, dass der DAX im Minus ist. Und nicht nur der DAX, auch andere europäische Indizes natürlich. Aber wenn wir einen Blick nach Amerika werfen, dann sehen wir weiterhin die Stärke, die der amerikanische Aktienmarkt eben hier verdeutlicht. Wenn wir einen Blick auf den Dow Jones werfen, hier völlig unbeeindruckt von Handelskriegen, die Donald Trump anzettelt, von unterschiedlichen Währungsschwankungen dann eben auch in den Emerging Markets. Der Dow, der hier bei ungefähr plus minus null heute ist und weiterhin entsprechende Stärke dann eben auch zeigt. Und da im Gegensatz zum DAX ganz, ganz andere Vorzeichen hat, nämlich dass er gar nicht so weit weg ist von seinem Allzeithoch bei 26.600 Punkten. Wir sind bei ungefähr 26.000 Punkten im aktuellen Kurs und damit eben auf Tuchfühlung auch da nach oben hin. Wir haben ja in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass der Dow da in sehr kurzer Zeit auch in diese Richtung vorstoßen kann. Und insofern haben wir hier durchaus ein entsprechendes Kursziel in diese Richtung, die der Dow da durchaus entwickeln kann, wenn er weiterhin eine solche Stärke aufweist. Auch in den letzten Tagen, wir haben den DAX gesehen, der eher deutlich runtergeht, der Dow, der hier einfach nur nach unten rieselt, um das mal so auszudrücken, denn wir sehen hier keine großen Kursschwankungen nach unten hin, sondern der Dow fängt sich immer, hat immer wieder mit den Candlesticks ausgedrückt, lange untere Schatten, lange Lunden, was dafür spricht, dass es im Handelsverlauf immer wieder dann wieder Kaufdruck gab und der Dow damit dann eher in Richtung plus minus null oder sogar leicht im Plus dann geschlossen hat. Und insofern haben wir hier eine Konsolidierung im Dow, die hier schon flaggenähnliche Züge aufweist. Das heißt, auch aus Sicht der technischen Analyse ist das ein Trendfortsetzungssignal. Und wenn wir uns den Trend hier anschauen, ist das also eher dann die Trendfortsetzung nach oben, die dann eingeleitet werden könnte. Auf der anderen Seite, Risiken sollten wir da natürlich auch betrachten. Wir haben hier einen sehr gut performenden Index gehabt in den letzten Wochen, insbesondere seit Ende Juni. Da ist er eben von 24.000 Punkten auf über 26.000 Punkte im Hoch eben auch gelaufen. Und das kann natürlich immer wieder auch zu Korrekturen führen, auch am amerikanischen Aktienmarkt. Und wenn das passiert, wir sollten unbedingt auf die Marke hier kurzfristig bei den 25.600 Punkten achten, denn wir haben an dieser Stelle ja einfach auch den kurzfristigen Trend, der dann brechen würde. Und insofern, wie auch in den letzten Wochen gesprochen, sieht das im Dow Jones
eher so aus, dass wir hier mit diesen Tiefs aus dem Februar und aus dem März bei 23.300 Punkten eher sowas wie eine Bodenbildung sehen und dass er sich eher auf neue Höhen schwingen möchte. Denn anders als im DAX, auch hier mit der Volatilität ausgedrückt, haben wir sinkende Volatilitäten im Dow Jones. Da waren wir noch im April bei über 500 Punkten durchschnittliche Handelsspanne der letzten 20 Handelstage jeweils. Jetzt haben wir uns da peu à peu weiter nach unten gearbeitet und sind nur noch bei 170 Punkten. Das heißt, weit weniger als 1% des Kurswertes vom Dow Jones haben wir hier eine Handelsspanne und das ist sehr, sehr niedrig. Da befinden wir uns schon wieder fast auf dem Niveau des Jahres 2017, wo wir hier sehr, sehr niedrige Volatilitäten und damit dann eben auch einen sehr konstant steigenden Dow Jones hatten. Also ganz, ganz andere Voraussetzungen als im DAX. So, da sind auch ein paar Fragen reingekommen, die jetzt hier auch passen, zum einen zum DAX, zum anderen aber auch zu anderen Indizes, nämlich zum einen die Frage, wenn jetzt hier die Ampel, die ich gerade genannt habe, sozusagen die Börsenampel für den DAX auf Rot steht, betrifft das denn auch nur die DAX-Aktien oder betrifft das hier entsprechend auch alle anderen Aktien? Also man sollte das immer wieder im Kontext dann sehen, denn wenn wir jetzt hier die Marktampel für den DAX auf Rot haben, dann sind, wie wir jetzt hier sehen, die amerikanischen Aktien zum Beispiel nicht davon betroffen. Wir sollten also sorgenvoll an deutschen Aktien dabei denken, allen voran natürlich die aus dem DAX. Und das kann dann natürlich auch ausgeweitet werden, das Ganze als Gesamtmarkt für Deutschland zu betrachten. Also die deutschen Aktien, die da dann eben mit Vorsicht genossen werden sollten. Da können wir auch gleich noch einen Blick drauf werfen, denn wir haben da natürlich mit dem DAX als Börsenbarometer Deutschlands dann entsprechende Aussagekraft auch für beispielsweise Aktien aus dem MDAX, Aktien aus dem TecDAX, die man da betrachten sollte. Und dann ist noch die Frage nach der langfristigen Trendlinie, die ich gerade im DAX gezeigt habe, dass wir uns die nochmal genauer anschauen sollten. Und das machen wir einfach in der Form, indem ich sie nochmal neu einzeichne. Dazu gehen wir in den Wochenchart. Dann seht ihr das nämlich, wie ich das gemacht habe. Und wir gehen zurück ins Jahr 2009. Hier sehen wir ja auch die große Entwicklung, die der DAX dann eben vollzogen hat, von ungefähr 3.600 Punkten im Tief im Jahre 2009 hier unten bis hin eben zum aktuellen Kursverlauf bei jetzt 12.065 Punkten. Und hier sehen wir, wie wir eben auch so eine Trendlinie einzeichnen, indem wir nämlich entsprechend schauen, dass wir hier mal mindestens zwei Auflagepunkte haben, sprich der Kurs sollte zweimal an diese Trendlinie gelaufen sein, denn sonst können wir keine entsprechende diagonale Linie ziehen. Da brauchen wir eben zwei Punkte, um überhaupt eine solche so zu ziehen. Und dann sollte mindestens ein dritter Auflagepunkt da sein, dass wir hier von einer bestätigten Trendlinie sprechen. Und wir haben dann eben Punkt 1, klar, das Tief im Jahre 2009 gehabt. Wir haben Punkt 2 hier im Jahre 2011 die Griechenland-Krise, die eben im August 2011 aufgeflammt ist. Und dann noch als Punkt 3 hier die Linie im Jahre 2016, als wir im Februar 2016 das Tief bei 8.700 Punkten ausgebildet haben. So kommen wir eben zu der Trendlinie, die wir im Wochenchart sehen, die hier bei ungefähr 12.000 Punkten natürlich sich aktuell befindet. Das also die langfristige Trendlinie, damit hoffentlich die Frage auch geklärt. So, das also erstmal zu den Indizes DAX und Dow Jones. Werfen wir mal kurz einen Blick auf
den Nasdaq 100, der heute 1% im Minus ist. Als ich vorhin mal News gelesen habe, da kam häufig das Thema auf, dass das mit den Emerging Markets zu tun hat. Ich habe aber auch noch ein paar andere News gelesen, die vielleicht relevanter sind, denn heute waren eben hochrangige Funktionäre von Twitter, von Facebook und von Google vor dem US-Senat und haben ausgesagt, einmal zu den US-Wahlen, die eben im Jahr 2016 stattgefunden haben, und zum anderen eben auch grundsätzlich über ihre Geschäftsstrategie Rede und Antwort geben mussten. Und wo dann eben auch laut wurde, dass hier ein paar US-Senatoren gesagt haben, dass jetzt massiv auch Regulierung auf solche unter anderem Social Media und Tech-Werte eben hinzukommt. Und das sicherlich eins auch der ausschlaggebenden Gründe, warum hier vielleicht auch bei einigen Werten die Flucht angetreten wurde von Investoren. Da schauen wir auch gleich nochmal auf zum Beispiel Twitter, die kurz vor dem Webinar auch 5% im Minus waren, oder auch auf Facebook. Das also erst einmal hier zu den Indizes. Wie gesagt, ein paar Verwerfungen, 1% im Minus der Nasdaq, aber er war auch schon mal 1,5% im Minus, hat sich also von seinen Tiefs heute wieder erholt. Schauen wir als nächstes erstmal auf etwas Positives. Wir haben jetzt ja viel Negatives gesehen, gerade auch im DAX. Jetzt schauen wir erstmal auf positive Sachen, nämlich auf die Kurslisten der Zukunftstrends, und schauen wir mal, welche Aktien denn heute trotzdem Stärke aufweisen und eher in Richtung neuer 52-Wochen-Hochs gelaufen sind oder laufen und damit eben Stärke symbolisieren. Hier für euch mitgebracht die Trendaktien. Dazu könnt ihr im Trading Desk ganz einfach hier unter Scan den Menüpunkt öffnen und dann Anlagetrends und ganz einfach hier unten Anlagetrends 52 Wochen hoch heute. Das ist das, was ich für das Webinar immer wieder betrachte. Und dann sehen wir hier diese Kursliste, die ihr links seht, wo wir wieder viele Aktien dann eben auch sehen und vor allen Dingen ganz wichtig, in welchem Trend sie mitspielen. Und ihr wisst es ja, wo ich immer wieder drauf schaue, ist, welche Aktien haben denn hier den gleichen Trend. Das heißt, wo zieht denn vielleicht eine ganze Branche oder ein ganzer Sektor nach oben? Und dieses ist immer wieder ganz, ganz wichtig, um dann eben auch die führenden Aktien am Aktienmarkt zu betrachten. Wenn wir uns das anschauen, haben wir ein paar IT-Werte trotzdem, also ein paar Tech-Werte, die mit dabei sind. Aspen Technology, die ein neues 52-Wochen-Hoch gemacht haben, aber dann eben auch von der Welle, die jetzt da den Nasdaq erfasst hat und den erstmal ins Minus gespült hat, erfasst wurde. Nichtsdestotrotz sehen wir auch hier wieder Tendenzen, dass es erst einmal im Laufe des heutigen Tages auch eine Erholung von den Tiefs gab. Und wenn wir uns Aspen Technologies anschauen, auch langfristig, das ist ja das, was wir immer wieder beobachten bei solchen Trendaktien, dass sie auch sehr, sehr gut performt haben. Und deswegen auch für diejenigen, die neu da sind, die heute zum ersten Mal beim Webinar Marktanalyse Live dabei sind, das wichtigste Signal, was man eigentlich bekommen kann am Aktienmarkt in der technischen Analyse, ist das 52-Wochen-Hoch. Warum ist das so? Weil wir mit einem 52-Wochen-Hoch immer wieder die Aktien haben, die stark sind und die eben dann natürlich auch Vervielfachungspotenzial haben. Denn eine Aktie, wie wir auch jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, die AMD zum Beispiel, in der Vergangenheit eine Nvidia oder andere, die sich verdoppeln, verdreifachen, vielleicht sogar verzehnfachen, die sind ja immer wieder in einer solchen Kursliste dabei. Und das heißt, wir haben sie, wenn wir solche Kurslisten beobachten, unter Beobachtung und können dann tätig werden bei bestimmten Signalen, die dann auftreten. Und das können dann sein, dass wir hier langfristige oder auch mittelfristige Durchbrüche sehen in Aktien. Zum Beispiel hier bei der Aspen Technology in der Vergangenheit im Jahr 2017 mal herausgepickt
als wir hier an dieser Stelle ein Widerstandsniveau durchbrochen haben. Da ging es lange Zeit nicht über ungefähr 65 Dollar hinaus. Das hatten wir im Mai mal angetestet, dieses Kursniveau, dann nochmal im Juni und im September 2017 und schlussendlich im Oktober ging die Aktie dann da nach oben hinaus und ist dann weiter in Richtung neuer Hochs dann gezogen. Also das ist das, worauf man dann wieder achten sollte, auf solche langfristigen Durchbrüche, dass das auch funktionieren kann, sehen wir hier sinnbildlich bei der Aspen Technologies. Dass das natürlich auch nicht immer funktioniert, ist auch klar am Aktienmarkt, denn ansonsten wäre das ja sehr, sehr einfach und wir wissen ja, dass da leider nicht jeder gewinnen kann. Insofern braucht man einen klaren Plan, um hier entsprechend erfolgreich zu sein. Wie gesagt, IT oder auch Tech-Werte, die hier im weiteren Sinne unterwegs sind, das können eben hier IT-Management-Systeme sein. Cybersecurity haben wir vorhin auch mit Palo Alto einen Wert gehabt, der noch Quartalszahlen bringt am Freitag. Aber auch Cybersecurity hier ganz klar weiterhin ein sehr guter Trend. Vasco Data Security hier beispielsweise mal genannt aus den USA, die hier auch häufig in einer solchen Kursliste unterwegs waren. Aber auch Biotech. Im weiteren Sinne, Biotech, Medizintechnologie, sehen wir hier die verschiedensten Werte drin und das schon seit Wochen. Immer wieder Werte aus dem Bereich Biotech, die hier neue Hochs ausbilden. Und da haben wir hier zum Beispiel solche Aktien, die auch im Bereich Genomeditierung unterwegs sind beispielsweise. Und so sehen wir dann in solchen Kurslisten mit 52 Wochenhochs immer wieder die Chance, solche Durchbrüche, wie sie jetzt hier bei dieser Aktie hier, UniCure, auch aufgetreten sind, mit zumindest live zu beobachten. Also insofern ein ganz wichtiges Instrument für euch, zu schauen, welche Aktien sind stark und welche Aktien laufen dem Gesamtmarkt damit dann eben auch davon, die hier auch entsprechende Stärke aufweisen. Neben den Trendaktien, wie immer, auch der Blick auf die deutschen Aktien, die ein neues 52-Wochen-Hoch ausgebildet haben. Und da sehen wir am heutigen Tage nur eine Aktie, die aber jetzt auch im Handelsverlauf dann ins Minus gerutscht ist. Eckert und Ziegler Strahlen und Medizintechnik. Aber wie in den letzten Wochen auch, weise ich darauf hin, da gehe ich nicht näher drauf ein, denn die Liquidität ist hier einfach viel zu niedrig, um das Ganze auch vernünftig zu analysieren. Insofern sollte man bei illiquiden Titeln natürlich sehr vorsichtig sein, was das Thema Traden angeht, denn wir haben hier dann auch die Gefahr, dass auch einzelne Orders dafür sorgen können, dass die Aktie dann entsprechende Kurssprünge entweder nach oben oder aber auch nach unten vollziehen kann. So, jetzt kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, nämlich die Kurslisten, beziehungsweise da dann vorangestellt, das, was ich gerade gesagt habe, welche Aktien heute eben vor allen Dingen im Fokus stehen. Und das sind die vorhin genannten Aktien, nämlich Twitter, Facebook und Co., die eben hier vom US-Senat aussagen müssen. Und hier sehen wir eben die drei in der Kursliste, kurz allesamt im Minus, Twitter noch 4,5% im Minus, Facebook 1,2% im Minus und Alphabet auch 1,3% im Minus. Ja, Twitter ist ja natürlich so eine Story immer wieder. In den letzten Jahren haben wir häufig eigentlich immer die Situation gehabt, Twitter bringt Quartalszahlen raus, die Quartalszahlen haben enttäuscht und dann haben wir so eine Kursentwicklung gesehen, wie zum Beispiel hier, es geht hinunter. Das Ganze hat sich aber seit Ende letzten Jahres gedreht, denn Twitter hat
positiv überraschen können, immer wieder bei Quartalszahlen. Das sehen wir hier gerade auch im Oktober letzten Jahres, große Kurslücke nach oben. Sie haben überrascht und das Ganze haben Sie mehrfach getan bis zum letzten Quartalsbericht. Dann der Böses dabei denkt, der Schelm, der würde jetzt sagen, quasi wie gewohnt ist Twitter dann wieder gekommen mit Quartalsberichten und Sie haben enttäuscht. Und dann haben wir den gewohnten Kursverlauf gesehen. Es ist runtergegangen. Jetzt muss man sich natürlich folgende Gedanken machen aus fundamentaler Sicht. Wenn wir hier eine Twitter, eine Facebook und andere Aktien haben, wo dann möglicherweise eine Regulierungswelle bevorsteht, das heißt, wo dann nicht mehr so einfach neue Nutzer gewonnen werden können, wo viel mehr in Sicherheit, in Datenschutz investiert werden muss. Das haben wir ja auch in Europa gesehen mit der neuen Datenschutzgrundverordnung, die ja rausgekommen ist. Dann haben solche Aktien eben nicht mehr so leichtes Spiel auch zu wachsen, sondern müssen eben auch viel mehr Geld möglicherweise in die Hand nehmen für Sicherheit, Datensicherheit, aber auch eben sowas wie Cybersecurity, wie wir gesehen haben, dass auch die Nutzerkonten gar nicht leicht gehackt werden können. Das heißt, es spielen hier möglicherweise Verschärfungen eine Rolle, die dann in höheren Kosten münden können. Das hat Facebook ja auch im letzten Quartalsbericht gezeigt, dass sie hier sehr viele Kosten an der Backe haben, die sie im Vorfeld gar nicht eingeplant haben. Und das führt dann eben auch zu solchen Kursverläufen. Und das führt dazu, dass wir eine sehr spannende Situation im Chart der Facebook haben, nämlich, dass sie hier wieder in Richtung des Tiefs aus dem Juli unterwegs ist. Also wir hatten hier unten im Juli ein Tief bei $166,56 ungefähr. Jetzt sind wir bei $169 und hiermit also in Richtung dieses kleineren Unterstützungsniveaus. Das heißt aber auch, wenn wir hier dieses Unterstützungsniveau brechen, charttechnisch gesehen, haben wir hier durchaus die Möglichkeit, bei der Aktie auch noch tiefer zu laufen. Und das ist eben auch das, was ich euch vor Wochen auch schon mit auf den Weg gegeben habe. Das ins fallende Messer greifen tut häufig weh. Und sicherlich hat das der ein oder andere Trader gemacht, als es hier massiv nach unten gegangen ist von dem Hoch bei $215. Als wir die große Kurslücke gehabt haben, hat sicherlich der ein oder andere mal blind zugekauft bei $180, $170 vielleicht und hat vielleicht auch gedacht, wir sind wieder relativ schnell bei den $200. Sind wir aber nicht, sondern wir sind immer noch hier jetzt wieder in Richtung dieses Tiefs bei $166 unterwegs. Und deswegen, wie gesagt, ein fallendes Messer ohne einen klaren Plan tut eben weh. Und da ist es eben ganz wichtig, gerade wenn ihr tradet, dass ihr hier auch einen Plan habt, den ihr befolgt, ein striktes Risikomanagement, dass ihr eben euch auch eine klare Verlustgrenze setzt, wenn diese erreicht ist beim Traden, dann auch eben entsprechend nicht mehr in der Aktie unterwegs zu sein und dann natürlich auch gewisse Signale befolgt, die ihr euch hier immer wieder anschauen könnt. Und bei der Facebook, wie gesagt, das fallende Messer hat hier wieder zugegriffen und dem einen oder anderen tat das hier sicherlich weh. Wo die Reise hingeht, das werden wir dann sicherlich sehen, wenn wir entweder diesen Unterstützungsbereich bei 166 unterschreiten oder aber wenn er hält. Aktuell zeigt die Aktie eben auch relative Schwäche auf. Hier bei der Alphabet können wir uns das Ganze auch noch kurz anschauen, bevor wir dann auf die Kurslisten angehen, beziehungsweise welche Aktien dann sicherlich auch interessant sein könnten für die Zukunft, auch auf Sicht, dass wir hier eher Long-Positionen haben könnten, sehen wir hier Alphabet, die jetzt auch heute schon stärker im Minus war,
jetzt wieder etwas zurückgekommen ist und die sich jetzt in einer Konsolidierung befinden, die hier oben im Hoch am 27.07. bei 1291 US-Dollar unterwegs waren. Jetzt sind wir bei unter 1200 US-Dollar gelandet und damit bis jetzt charttechnisch gesehen nichts weiter als ein Pullback vollzieht. Ein Pullback an dieses Ausbruchsniveau bei knappen 1200 US-Dollar heran. Die Frage ist, ob es nur bei einem Pullback bleibt oder ob wir da tatsächlich noch tiefer laufen könnten. Wichtig ist, noch ist der kurzfristige, aber natürlich auch der langfristige Aufwärtstrend der Alphabet intakt. Den Aufwärtstrend könnt ihr euch immer so kenntlich machen, indem ihr schaut, ob es eine Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs gibt. Und die sind hier zum einen kurzfristig, ist das Ganze der Fall. Das würde dann gebrochen werden, wenn wir hier also eher in Richtung 1100 US-Dollar nochmal laufen werden. Dann hätten wir den kurzfristigen Aufwärtstrend gebrochen. Der langfristige, da sollten wir uns eher die knappen 1000 US-Dollar, also in Richtung 984 US-Dollar anschauen. Dann hätten wir auch den langfristigen Aufwärtstrend bei der Google oder Alphabet, muss man ja hier sagen, geknackt. Soweit ist es noch nicht und insofern bewegen wir uns in einer Konsolidierung, die noch nicht zu Ende ist. Das werden wir genau dann wissen, wenn wir neue Hochs machen. Also da auch vorsichtig sein, die Konsolidierung, die eben auch noch da mitten drin ist. So, jetzt schauen wir auf die Kurslisten. Welche Aktien denn interessant sind bei unserer Breakout-Kursliste, das heißt, wo stehen denn größere Durchbrüche nach oben bevor, wo gibt es vielleicht auch Potenzial, da entsprechend größere Durchbrüche zu haben. Und so sehen wir zum Beispiel Greek Seafood. Ihr wisst ja, dass wir in den letzten Wochen immer wieder auch Fischfarmer gesehen haben, aus Norwegen vor allen Dingen, die gewiss auch eine Stärke ausgebildet haben, gerade wenn wir uns den Zeitbereich Ende März bis Anfang Mai anschauen, wo wir auch hier sehr starke Kursperformance erlebt haben. Hier der Start ungefähr bei Greek Seafood und dann eben hier im Mai erst einmal das Ende. Und die Aktie, die sich jetzt aufmacht, auch wieder in Richtung dieser Hochs zurückzukehren. Wir sehen die norwegische Kronindikation, das heißt, wir haben hier die Heimatwährung natürlich auch mit dabei. Das ist immer ganz wichtig, dass man sich den Heimatmarkt betrachtet. Und da sind wir bei knappen 105 norwegischen Kronen bei Greek Seafood unterwegs gewesen. Und das wäre dann eben auch das Breakout-Niveau, was wir uns anschauen sollten. Jetzt wieder in den letzten Tagen ist die Aktie von ungefähr 87 norwegischen Kronen hoch auf über 100 gelaufen. Also das ein Kandidat für einen solchen Breakout. Daneben natürlich auch immer wieder der Blick, wenn ein Fischfarmer nach oben geht, können wir uns auch andere betrachten. Und so sehen wir, dass am heutigen Tage mit einem schwachen europäischen Gesamtmarkt eigentlich, der DAX, der Eurostox, die da auch im Minus sind, aber die Fischfarmer, die hier starke Kursperformances zeigen, Backerfrost mit 4% im Plus, die kleben auch an ihren Hochs, um das mal salopp auszudrücken. Die sind also hier auch nicht weit entfernt, 522 norwegische Kronen, die Aktie ist bei 500 norwegischen Kronen. Wir sehen eine Leroy Seafood auch mit 1,7% im Plus und die hat das schon stattgefunden, was bei Greek Seafood vielleicht noch kommt, möglicherweise hier der Durchbruch nach oben. Neue Hochs, neues 52-Wochen-Hoch bei Leroy Seafood. Und so sind dann auch noch Marine Harvest mit 2% und Salmar oder Austful Seafood auch im Plus unterwegs. Das ist ganz beeindruckend, wenn man sich das anschaut, der
komplette Sektor geht da nach oben. Wie sieht es am deutschen Markt aus? Vielleicht interessante Aktien, die vor einem Durchbruch stehen, der aber vielleicht noch nicht stattgefunden hat. Da können wir drauf schauen auf zum Beispiel eine Hannover Rück, also Rückversicherungsunternehmen. Hier können wir drauf schauen, die zeigt sich unbeeindruckt von dem, was der DAX gemacht hat in den letzten Tagen, nämlich der DAX, der zurückfällt. Die Hannover Rück hier mit 122,20 Euro, dem Jahreshoch vom 7.5. Gestern und heute schon der Versuch, die 120 wieder zu knacken. Das heißt, auch hier ein möglicher Breakout-Kandidat, die mehrmonatige Konsolidierung dann möglicherweise abzuschließen. Gerresheimer, ich habe mich ja vorhin schon etwas versprochen, das heißt hier auch ein Blick wert, langfristige Seitwärtsbewegung, die wir bei der Gerresheimer sehen. Ich habe da jetzt mal etwas rausgezoomt, um das sehr deutlich zu machen. Wir haben hier die knappen 80 Euro. Ich zoome da mal kurz wieder rein. Da waren wir bei 78,90 nämlich, die Hochs darstellen. Und ja, in den letzten 2 Jahren ungefähr hatten wir da diese Hochs bei ungefähr 78,90 und bei 60 Euro auch immer wieder Tiefs. Also die Aktie schwankt in diesem Bereich in den letzten Jahren und so heißt es dann eben auch zu schauen, ob da der Durchbruch in die eine oder andere Richtung stattfinden kann. Nach oben oder nach unten. Und wenn es dann eben dahin geht, dann hätten wir einen sogenannten Major Breakout, ein Kursniveau, was wir lange Zeit eben nicht überwinden konnten, wäre dann überwunden worden, beziehungsweise was wir dann, wenn wir die 60 Euro nach unten hin unterschreiten, dann unterschritten haben. Das ist also auch ein ganz interessanter Wert, der vielleicht für den Moment noch langweilig aussieht, wenn wir dann aber in die eine oder andere Richtung laufen, spannend werden kann. Deswegen auf der Kursliste, auf der Watchlist. Wenn ich die Kursliste mal alphabetisch sortiere, sehen wir auch eine Evotec. Heute auch relativ unbeeindruckt von dem, was im DAX passiert. Der TecDAX auch mit über 2% im Minus. Dann sehen wir, was ist hier passiert. Sie hat wieder Stärke aufgezeigt in den letzten Wochen und Monaten seit Mai, seit Mitte Mai und hat die verschiedensten Widerstände durchbrochen und jetzt auch noch hier Fahrt aufgenommen und das Hoch bei 22,50 letztes Jahr im Oktober ausgebildet, auch in den letzten Tagen überschritten. Also das auch ein großer Durchbruch und Evotec, genauso wie wir es in der Zukunftstrendskursliste gesehen haben, auch im Bereich Medizintechnik, Biotechnologie unterwegs und repräsentiert hier sehr gut auch den Trend, den wir in diesem Sektor sehen. Also sehr beeindruckend der Kursverlauf eben seit Mai von 12 Euro ging es da dann hinauf, jetzt auf 22,58. Noch kein Kursverdoppler, mal schauen, ob der noch kommt oder nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, diese Aktie. Aber auch mit hohem Rückschlagspotenzial dann auch. Wir haben eine sehr scharfe Aufwärtsbewegung gesehen und häufig sehen wir dann auch immer wieder scharfe Korrekturen, so wie wir es jetzt hier von Oktober bis entsprechend auch Dezember gesehen haben, als es da unter 12 Euro ging, kann so etwas, solche scharfen Korrekturen natürlich immer wieder einsetzen. Das heißt, da müsst ihr natürlich auch entsprechendes Risikomanagement walten lassen, dass hier, wenn ihr nicht langfristig
investiert seid, sondern kurzfristig tradet, dass ihr eben auch mit entsprechend klaren Kursmarken da arbeitet und euch auch absichert, wenn zum Beispiel ein kurzfristiger Trend bricht oder wenn ihr auch sagt, euer maximales Verlustrisiko ist damit erreicht. Was ich auch spannend finde, wir sehen immer wieder, auch in den News, US-Aktien sind überbewertet. US-Aktien haben sehr hohe KGVs und sind dadurch durchaus dann auch davon betroffen, dass wir hier eine Blasenbildung sehen. Wenn wir mal auf Cisco Systems schauen, hat sie zum einen in der Vergangenheit, das habt ihr ja auch hier mitbekommen im Marktanalyse-Live-Webinar, den Durchbruch hier mal geschafft über die Mai-Hochs beispielsweise und befindet sich jetzt auf Kursterrain, wenn wir mal hier rauszoomen im Chart, wo die Aktie schon seit Jahrzehnten, muss man sagen, gar nicht mehr war. Das war damals, als Cisco noch das wertvollste Unternehmen der Welt war, als wir die Dotcom-Bubble hatten, 2000, 2001, da waren wir das letzte Mal im Bereich von 47 Dollar. Seitdem hat die Aktie dieses Kursniveau nie wieder gesehen und jetzt dann erst wieder. Und insofern sehr spannend, dass die Aktie genau hier dann wieder auch neue, ja, Mehrjahreshochs, muss man dazu sagen, auch vollzieht. Und heute 0,8% im Minus, aber immer noch sehr nahe am 52-Wochen-Hoch bei 48,06 und damit auch ein Kandidat für eine Trendfortsetzung, da sicherlich der Durchbruch, den haben wir schon gesehen. Und wie gesagt, Überbewertung. Wir hören ja häufig irgendwelche KGVs von 50, von 100, von 200, die dann immer wieder genannt werden. Schauen wir mal auf die Cisco Systems. Hier ein Wert von zumindest mal 24. Und das kann da für einen Tech-Wert, ist das ja sogar noch moderat, muss man sagen. Diese Einteilung 10 ist, alles was unter 10 ist an KGV, ist niedrig. Alles was über 10 ist, ist hoch, ist ja auch durchaus überholt und gerade für verschiedenste Branchen gar nicht anwendbar. Aber nichtsdestotrotz, Cisco sicherlich spannend. Auch für die Zukunft kann der Breakout da auch weiterhin verteidigt werden und kann die Aktie weiter zulegen oder aber auch nicht. Schauen wir mal auf die Trendfortsetzung. Hier ist die Frage nach der AMD gekommen. Wie sieht es denn da aus? Und da haben wir natürlich eine wahnsinnige Kursperformance gesehen bei der AMD. Wenn wir nicht mal ein halbes Jahr zurückschauen, war die Aktie noch bei 9 Dollar. Das war im April. Jetzt ist sie bei knapp 30 gewesen, heute im Hoch. 29,90 ungefähr. Das ist kein Preis, den ihr irgendwo im Supermarkt seht, sondern das war der von der AMD. Und da war sie heute im Hoch, ist wieder etwas zurückgekommen im Handelsverlauf auf 26,94 und jetzt wieder bei knappen 29 Dollar. Hier also eine, ja, mehr als Verdreifachung innerhalb von 4 bis 5 Monate waren es. 4.4. hatten wir das Tief bei 9 Dollar und jetzt sind wir hier bei 29,88 im Hoch gewesen. Mehr als eine Verdreifachung in weniger als einem halben Jahr. Das ist natürlich sehr beeindruckend und auch hier gingen verschiedenste Chart-Breakouts voraus. Die Aktie hat monatelang es nicht geschafft, nachhaltig hier über die 15,55 auszubrechen. Das ist gelungen im Juni. Dann hatten wir wieder eine kurze Konsolidierung und die Aktie ist wieder ausgebrochen, als es dann über die 17,34 Dollar ging. Und so haben wir auch eine Aktie gehabt, die an der Stelle immer wieder neue 52-Wochen-Hochs gemacht hat. Das Ganze hat hier schon fast einen sehr und vielleicht auch zu steilen Kursverlauf genommen. Genauso wie ich es gerade bei der EOVETEC gesagt habe, heißt es natürlich auch hier zu schauen, dass wir hier auch durchaus immer wieder scharfe Korrekturen erleben können, auch bei der AMD.
Also deswegen schaut da auch drauf. Wenn wir natürlich die Dow-Theorie bemühen, Charles Dow, der Vorreiter der technischen Analyse, der gesagt hat, dass Korrekturniveaus signifikant sind, wenn wir 33%, 50% oder 66% Korrektur erreichen für starke Trends, normale Trends oder schwache Trends. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel hypothetisch annehmen würden, dass wir hier jetzt erstmal das Hoch gesehen haben bei der AMD und dann zurücklaufen würden, dann wären wir in Richtung 33 bzw. 38% Korrektur bei 22 Dollar. Also da ging er erst dann nochmal 6 Dollar hinunter und damit dann eben auch hier sehr, sehr viel Porzellan, was dann zerschlagen werden würde. Aber aktuell, der Trend ist intakt und ich sage es euch ja auch immer wieder, schaut hier auf das Volumen. Das Volumen nimmt massiv zu bei der AMD, das heißt die Aktien, die umgesetzt werden an den verschiedenen Handelstagen, da haben wir ein in den letzten Tagen sehr, sehr hohes Volumen gesehen. Das heißt, dass häufig auch große Investoren da zugreifen und eine solche Aktie dann eben auch dann entsprechend kaufen. Zumindest ist das jetzt in der Vergangenheit der Fall gewesen. AMD hat ja auch fundamental Marktwerte hinzugewonnen. Da wird es dann sicherlich sehr interessant, wenn der nächste Quartalsbericht ansteht, was das Unternehmen da sagen kann. Also sehr, sehr spannend, sehr schön für all diejenigen, die die AMD im Depot haben. Ich hoffe, da seid ihr auch dabei, zumindest der ein oder andere von euch. Wenn nicht, haben wir hier natürlich jetzt auch das Problem bei einer, jetzt habe ich es leider zugemacht, machen wir nochmal kurz auf, bei einer solchen Kursperformance die Absicherung, die dann natürlich auch nur noch recht schwierig auch sehr nah am Kurs erfolgen kann. Wenn wir trendfolgend unterwegs wären, hieße das jetzt ein Tief von 24 Dollar wäre da interessant, denn da hätten wir einen Trendbruch, einen kleinen kurzfristigen Trendbruch. Und ansonsten schaut euch das an, wo signifikante Tiefs waren. Wo ist das letzte signifikante Tief danach? Bei 18 vielleicht, bei 15,72. Das ist aber schon meilenweit weg vom aktuellen Kurs und das hieße dann eben auch entsprechend massiv dann eben auch prozentuale Einschnitte bei der Kursperformance. Insofern sind solche Highflyer dann natürlich auch mit hohen Risiken mit dabei. Da hier noch die Frage nach der Siltronic, die ich natürlich gerne noch aufnehme zum Ende des Webinars hin. Schauen wir mal, ob wir sie hier irgendwo haben. Wenn nicht, rufe ich sie kurz in der Suche auf. Heute minus 2,3%. Wie sieht es da aus? Ja, hier sieht es natürlich auch so aus, ähnlich wie ich es vorhin auch beschrieben habe, mit der Seitwärtsphase. Die Siltronic bewegt sich hier auch in einer volatilen Seitwärtsphase, muss man da sagen. Hier haben wir Hochs gesehen bei 160,55 und das Tief hier unten am 13.02. bei 107,75. Und die Aktie wogt hier immer wieder hin und her. Das sehen wir hier sehr gut am Kursverlauf und aktuell hat die Aktie hier durchaus Schwäche gezeigt. Seit Anfang August ging es hier sehr schnell nach unten, kurze Erholungsbewegung und dann ging es wieder bergab. Das heißt, hier sollte man kurzfristig gesehen das hier, das Tief vom 17.08. sich betrachten, 117 Euro. Das war das, was wir hier gesehen haben. Und wenn es da hinunter geht, dann können wir hier durchaus nochmal auch weiter runterrutschen ans sozusagen untere Ende dieser Seitwärtsrange bei auch ungefähr 107,75. Ganz interessant wird der Blick, wenn wir den 15-Minuten-Chart aufmachen, denn die Erholungsbewegung, die wir hier gesehen haben,
Der ein oder andere erkennt es von euch. Wir können hier sehr gut einen Trendkanal einzeichnen. Von der Abwärtsbewegung, die wir hier gesehen haben, eine bärische Flagge, die dann eben hier ausgelöst wurde an der Stelle und damit dann sicherlich genau dieses Tief hier eine große Rolle spielen wird. Wenn wir das unterschreiten, dann kann hier tatsächlich auch das Ganze noch einmal an Fahrt aufnehmen nach unten hin. Das ist charttechnisch gesehen sehr, sehr spannend, was dann eben an dem Kursniveau hier passiert. Hier unten bei 117,10 Euro. Also deswegen, Risiken sind hier ganz klar gegeben, gerade auch nach dieser jüngsten Kursbewegung nach unten hin mit der anschließenden bärischen Flagge, die dann nach unten aufgelöst wurde. Die erst dann auf der anderen Seite, das muss man da dann natürlich auch dazu sagen, hier aufgelöst werden würde, zunichte gemacht, muss man sagen, wenn wir die 132,50 überschreiten. Und die sind aktuell, erscheinen sie zumindest ziemlich weit weg. Also Vorsicht, die Siltronic. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Können wir uns gerne nächste Woche nochmal anschauen. Noch eine Frage, die reingekommen ist, ist nach Bit. Ich hoffe, das ist jetzt die, die gemeint ist. Hier ist immer die Frage nach der Kursqualität, die wir hier sehen. Die ist hier nicht gut gegeben. Deswegen schauen wir lieber auf die ADRs. Auch nicht. Also da würde ich gerne von Abstand nehmen, dass wir die hier charttechnisch analysieren. Gerne den Heimatmarkt, aber das ist da schwierig bei der eben chinesischen Aktie. Deswegen lassen wir das mal außen vor, denn hier sollten wir natürlich gute Charts dann eben auch sehen, damit wir da auch entsprechend das Ganze bewerten können. Abschließend bleibt mir noch zu sagen, worauf könnt ihr achten? Was ist wichtig in den nächsten Tagen? Immer wieder gute Möglichkeiten sind, ihr schaut euch Kurslisten an, wie zum Beispiel hier den deutschen Markt, nicht nur den DAX, sondern hier vielleicht auch den HDAX oder andere, wo dann eben mehrere hundert Werte drin sind. Hier haben wir jetzt so eine Kursliste und schaut zum einen, wenn ihr starke Aktien haben wollt, auf diejenigen, die eine relative Stärke im Vergleich zum DAX aufweisen. Also geht ihr hier oben auf das Plus, geht hier auf relative Stärke und sagt zum Beispiel die relative Stärke in den letzten 3 Tagen. Und dann sehen wir eben Aktien, hier nehmen wir mal Penny Stocks weg, dann nehmen wir eine Commerzbank, die im Vergleich zum DAX 6,7% besser gelaufen ist in den letzten 3 Tagen, heute auch 2,7%, 2,8% im Plus ist und da zumindest in den letzten 3 Tagen besser gelaufen ist als der DAX, was aber mittelfristig natürlich anders war. Und wo wir auch dann eben eine sehr interessante Aktie sehen, die bei 8 Euro, knappen 8 Euro, ihre Tiefs seit dem Juli gesehen oder Juni gesehen hat, 7,91 Euro. Und wo wir hier möglicherweise dann eben auch ein sehr großes Unterstützungsniveau jetzt gefunden haben. Wichtig wäre, dass wir hier jetzt Anschlusskäufe auch sehen in den nächsten Tagen, um hier eine Kurserholung zu sehen. Aber grundsätzlich gesehen muss man hier auch ganz klar sagen, der Abwärtstrend ist intakt. Seit den Hochs hier oben vor allen Dingen, seit Anfang des Jahres, haben wir hier, das zeichne ich gerne nochmal mit der Webinar-Software ein, einen solchen Abwärtstrend, der eben erst hier oben gebrochen wird. Das heißt, da muss die Aktie noch einiges
zurücklegen an Strecke, um eben hier in Richtung der 9,30 Euro zu kommen und dann eben den Abwärtstrend da auch möglicherweise zu brechen. Das ist noch nicht der Fall und insofern interessant, dass die jetzt stärker ist als der DAX in den letzten Tagen, aber es muss eben noch viel passieren, dass die Aktie da auch wieder auch Stärke, richtige Stärke aufweist, auch was eben mittelfristigen Kursverlauf angeht. Aber das ist natürlich immer wieder eine Möglichkeit. Schaut euch an, welche Aktien sind stark gelaufen. In den letzten 3 Tagen, im letzten Monat, vielleicht auch in den letzten 12 Monaten im Vergleich zum DAX. Und so sehen wir dann eben, eine Evotec ist ganz oben mit dabei. Im letzten Monat mit knapp 28% besserer Performance als der DAX. Wir sehen auch andere Aktien, auch große Aktien, eine Bechtle. 16,3%. Schaut euch die an, die klebt eher an ihren Hochs. Die macht eigentlich das, was wir in den USA immer wieder gesehen haben. Tech-Werte werden bevorzugt in den letzten Wochen und Monaten. Und sie hat es jetzt aber bis jetzt noch nicht geschafft, über die 90 Euro hinauszukommen. 90,10 Euro wäre da das Hoch gewesen, um dann die Trendfortsetzung einzuleiten. Schauen wir mal, ob die Bechtle das schafft. Und so kommt man auf starke Aktien, auch wenn der Gesamtmarkt schwach ist. Ja, hier zu Anfang des Webinars kam noch eine Frage auf, die ich jetzt noch kurz behandle. Wie sieht es mit der Henkel aus? Um dann eben das Webinar auch abzuschließen. Ich weiß, dass da noch eine andere Frage reingekommen ist, aber aufgrund der Zeit nehmen wir die mit für das nächste Webinar in der nächsten Woche. Die Henkel-Vorzüge, die schauen wir uns jetzt noch an. Wie sieht es denn da aus? Da ist die konkrete Frage, kann man da eine Tasse mit Henkelformation sehen? Ich zoome da mal raus. Da muss ich das Ganze leider verneinen, denn eine Tasse mit Henkelformation, ich zeichne das noch kurz ein, aus Sicht der technischen Analyse ist, wir haben hier einen klaren Aufwärtstrend gegeben und dann sehen wir hier eine, wie man sich sozusagen eine Kaffeetasse dann da vorstellt, sozusagen hier dann eine mögliche Bodenbildung im Rahmen des Aufwärtstrends und dann kurzfristig eine leichte Seitwärtsphase, wo dann der Durchbruch nach oben stattfindet. Das wäre eine Tasse mit Henkelformation. Das ist hier bei der Henkel in dem Sinne leider nicht der Fall, denn wir haben ja auch den großen Aufwärtstrend gebrochen. Und insofern bewegen wir uns hier nicht mehr in diesem Aufwärtstrend. Hier war dann der Trendbruch hier unten und damit eben keine Tasse mit Henkelformation möglich. Schaut euch nochmal das Buch, wenn ihr das zu Hause habt, von William O'Neill an, denn hier steht das drin. Wenn nicht, könnt ihr das natürlich auch gerne mal googeln. William O'Neill, wie man mit Aktien Geld verdient, heißt das auf Deutsch. Und der behandelt eben vorzugsweise eine solche Kursformation, die er über Jahre in Hunderten von Charts beobachten konnte und das dann immer wieder dann auch für sich selbst in Anspruch genommen hat und getradet hat. Hier jetzt bei der Henkel leider nicht zu sehen. So, und das war's jetzt erst einmal für heute. Wenn ihr natürlich noch Fragen habt, gerne auch per Chat jetzt oder aber per E-Mail nach dem Disclaimer, den ihr hier seht, zum Abschluss noch einfach an akademie@sbroker.de die E-Mail schreiben, was ihr dann eben gerne auch an Fragen noch habt und behandelt
haben möchtet in der nächsten Woche, Mittwoch, wenn es dann wieder heißt Marktanalyse live, dann schauen wir mal, ob der DAX da unter die 12.100 Punkte gerutscht ist oder aber beziehungsweise unter die 12.000 und wie es dann natürlich weitergeht. Das wird spannend sein. Schaut drauf. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, erfolgreiche Trades, erfolgreiche Investments und bis zum nächsten Mal. Tschüss!